Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Ich bin noch nicht komplett geschminkt, weil wir werden nämlich heute zusammen etwas probieren. Ich habe es schon probiert, ich habe es schon getestet, weil ich war einfach so gespannt auf das Produkt, ob das wirklich funktioniert. Und ich bin so begeistert, restlos begeistert, dass ich unbedingt das Ganze nochmal in einem Video zeigen muss, um euch zu zeigen, wie einfach und idiotensicher das ist. Ganz viele von euch sprechen mich ständig auf meine Wimpern an. Die sehen jetzt nicht sonderlich berauschend aus, aber ihr wisst, ich klebe mir immer falsche Wimpern auf. Das Problem ist, ich mache das seit Jahren. Angefangen hat es, als ich selber als Make-up-Artist gearbeitet habe, viel Videos gedreht habe, viel im Fernsehen gedreht habe, und da muss man einfach immer ein bisschen mehr drauf machen. Und dann habe ich mir das angewöhnt. Irgendwann kommt man sich nackig vor ohne falsche Wimpern. Ich glaube, diejenigen, die auch regelmäßig Fake Lashes kleben, die wissen, wovon ich spreche. Und ja, ich klebe jetzt seit circa 6 Jahren mir regelmäßig Wimpern auf. Dementsprechend leiden auch meine eigenen. Wimpern-Extensions waren für mich nie eine Option, weil ich bin einfach nicht der Typ, der gerne regelmäßig irgendwo hingeht. Und ich finde, das sieht einfach meistens nur 1-2 Wochen gut aus. Und dann fallen die wieder aus. Und dann sieht man auch wie so ein gerupftes Huhn. Und also es gibt Leute, bei denen sieht das fantastisch aus, aber ja, für mich ist das einfach nichts. Und dann habe ich von der neuen Firma Fake gehört. Fake ist eine ganz neue Brand auf dem Markt, und zwar produziert Fake falsche Wimpern, ganz normale Fake Lashes, wie man hier sehen kann. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsstyle, More Drama. I love it. Und das sind keine normalen Wimpern, sondern das sind magnetische Wimpern. Und ich dachte mir so, ja, ich habe schon ein paar Mal was davon gehört, dass es sowas jetzt gibt, aber irgendwie hatte mich das jetzt noch nicht so gecatcht. Und dann habe ich die Wimpern von Fake ausprobiert und ich dachte mir nur, oh mein Gott, wo war diese Brand, als ich als Make-up-Artist aktiv gearbeitet habe, als ich Schulungen gegeben habe für Frauen, die sich schminken wollen, Bräute oder keine Ahnung was. Das ist das Einfachste überhaupt. Und ich kenne es immer von meiner Mama. Wenn meine Mama sieht zum Beispiel immer meine Wimpern und sagt, oh, ich will das auch, aber ich kann das nicht. Und ich weiß, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, sich falsche Wimpern aufzukleben. Das ist so einfach, dass ich muss es einfach in diesem Video zeigen, wie schnell das funktioniert. Ich habe hier das Komplettset mit allen 4 Styles. Ich stelle sie euch gleich nochmal näher vor. Die Produkte sind alle ohne Tierversuche. Das sind synthetische Haare. Ganz wichtig, also ja, das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und eigentlich ist alles, was ihr braucht, die Wimpern und der Eyeliner. Also eigentlich müsst ihr nur einen Eyeliner ziehen können, wobei nicht mal das, weil ich habe das jetzt auch mit meiner Mama einmal getestet und sie macht zum Beispiel keinen Ring, einfach weil das Auge anders fällt. Also ich habe ihr einfach nur so einen dünnen Strich gezogen und es hat super funktioniert. Also wirklich easy. Ich zeige euch mal kurz, was in dem Set drin ist, das ich hier habe. Wir haben einmal die Wimpern, das ist More Drama, wie ich gerade schon gesagt habe. Dann haben wir einmal Betty, die habe ich auch schon verwendet. Das Tolle ist halt dadurch, dass ihr nicht diese ekelhaften Latex-Reste habt am Wimpernkranz. Also ihr könnt die locker 30 Mal wiederverwenden. Ab und zu muss man nur ein bisschen dieses Metallplättchen säubern. Das zeige ich euch auch nochmal gleich im Detail, weil dann natürlich diese mini Magnetpartikel da kleben bleiben. Dann haben wir noch Fake Babe. Die sehen so aus, ein bisschen natürlicher vom Style her. Und meine Lieblingswimpern und die perfekten Wimpern für jeden zum Starten. Und zwar ist das Candy, heißt der Style. Und das sind solche halben Wimpern. Ihr seht, ich habe die auch schon ein paar Mal verwendet. Und das sind einfach nur für hinten so ein kleiner Wimpernkranz. Die sind einfach so perfekt, wenn man einfach mal so ein bisschen mehr Dramatik auf den Augen haben möchte, wenn man sich vielleicht weniger schminkt und einfach mal so das gewisse Extra haben möchte.
und auch damit startet, falsche Wimpern zu tragen. Also ich habe das damals, als ich in der Make-up-Branche gearbeitet habe, da viele Kunden hatte und gerade Kundinnen, die dann anfangen wollten mit Fake Lashes, ich habe ihnen oft empfohlen, entweder sich so halbe Wimpern zu kaufen, beziehungsweise am Anfang, wo es das noch nicht so gab, habe ich auch immer empfohlen, hey, schneide die einfach durch zwei und benutze erstmal den hinteren Teil, das ist viel einfacher und so kann man einfach mal beginnen zu üben. So, ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau, ihr bekommt übrigens auch bei Fake so eine tolle Zange. Und ich finde die wirklich klasse, ich benutze die ständig, die ist perfekt, um vorne alles schön festzumachen, um die Wimpern zu halten. Und nehme den Eyeliner, ich mache das jetzt mal kurz zur Seite, damit ich euch mal diese Magnetplättchen zeigen kann. Also ihr seht es hier in der Kamera, ich muss mal das kurz nehmen, so, und dann merkt man, auch schon, wie schnell, seht ihr das, wie schnell das hält. Ich sehe es gerade leider nur durch den Bildschirm, darum verzeiht. Ich hoffe, man kann in der Kamera diese kleinen Plättchen erkennen am Wimpernkranz. Ich hoffe, das wird eingefangen. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz fein. Und wenn ihr jetzt quasi euren Eyeliner gezogen habt, ihr hält es einfach dran und zack, fertig. So funktioniert es auch im Auge. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Darum, ich habe mich noch nicht komplett vollständig geschminkt. Was ich zuerst mache, ist den Eyeliner ziehen, Wimperntusche und dann kommen die Wimpern rein. Wichtig ist, die Wimpern nicht zu tuschen. Ich bin allgemein kein Fan davon, Fake Lashes zu tuschen, weil jede Wimper hat immer seine eigene Form. Und wenn ihr die, ihr kauft ja die Wimpern immer entsprechend des Styles, wie sie eben zusammengebunden sind. Und ich finde immer, wenn man die falschen Wimpern dann tuscht, dann verklebt das immer alles zusammen zu einem Klumpen so. Darum empfehle ich euch lieber, wenn ihr Fake Lashes benutzt, zuerst tuschen, dann kleben und dann mit so einer Zange das dann so ein bisschen zusammendrücken, damit eben kein Spalt übrig bleibt. So, wir nehmen den Eyeliner. Und das Ganze ist so ein, ja, so ein ganz feiner Pinsel. Das ist so ähnlich wie der von NYX, den ich immer verwende. Darum habe ich mich mega gefreut, dass das so ein Pinsel ist, weil das ist genau mein Eyeliner-Typ. Und dann tragen wir den Eyeliner auf. Also ihr seht auch, wie tief schwarz der ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen überbelichtet. Love it. Und was ich ganz gerne mache, ist eine zweite Schicht, damit ich eben so viel wie möglich von diesen magnetischen Pigmenten habe. Vor allem wichtig ganz vorne, weil man macht hier vorne eine dünnere Linie als hinten. Ne? Und darum gehe ich da einfach nochmal mit einer zweiten Schicht drauf. Nicht, weil das Schwarz nicht deckend ist, sondern einfach, um wirklich überall die Partikel zu haben. Oh Gott, ich hasse es, mit diesem kleinen Spiegel-Eyeliner aufzutragen. So, Eyeliner ist dran. Ich mache jetzt kurz die andere Seite und trage mir Wimperntusche auf. Und dann werden wir gleich zusammen die Wimpern auftragen. So, solange meine Wimpern trocknen, ihr seht, ich habe den Eyeliner komplett drauf. Ganz normal schwarz. Ihr merkt keinen Unterschied, dass es jetzt so ein extra Special Eyeliner ist, sondern es ist einfach wie ein ganz normaler Eyeliner. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, Fake Lashes tragen zu können, ohne meine natürlichen Wimpern kaputt zu machen, weil durch das ständige Kleberabreißen, ne, ich habe wirklich nur noch Stumpen auf mein Auge. Ich hatte früher echt volle Wimpern, schöne Wimpern, aber ja, durch dieses jahrelange Misshandeln meiner eigenen Wimpern sind mir so viele ausgefallen. Ich habe so viele Löcher und ich sehe das immer, wenn ich mir die dann abends abreiße, was da alles kleben bleibt und überall dann dieser Kleber, diese Bobble, ich kann es nicht mehr sehen. Dann bin ich da echt so happy drüber. So, wir nehmen heute More Drama für die Wimpern. Ich glaube, es müsste jetzt eigentlich trocken sein.
Ihr könnt immer wieder gucken, ob das euch passt oder ob ihr sie schneiden müsst. Ganz wichtig, guckt, dass sie am Auge passen. Und dann tragen wir das gemeinsam aufs Auge auf. Und Leute, also guckt zu, wie einfach und schnell das ist. Ich merke schon, ich bin mir zu groß. So, zack, zack. Und vorne noch ein bisschen drücken. So ein bisschen zusammendrücken. Und fertig. Habt ihr schon mal so was Einfaches gesehen? Also ich glaube, ich habe die längste Zeit dafür gebraucht, um meine Wimpern zu tuschen. Das hat die längste Zeit gekostet. Die sind noch wind- und wasserfest, also das hält. Ich glaube, die sind jetzt nur ein bisschen zu lang. Also ich glaube, ich würde die so hinten ein bisschen abschneiden. Aber ich muss die auf jeden Fall ein bisschen kürzen. Ne? Darum, zack, ich ziehe sie einfach ab. Also es ist so einfach, schaut mal. Also das... Ich bin geflasht. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich geflasht. Also was ich jetzt mache, damit sie wirklich perfekt passen, Wimpern immer am hinteren Ende schneiden, niemals vorne. Also immer von hinten schneiden. Und da nehme ich jetzt so ein kleines Stückchen einfach weg, damit die so ein bisschen besser sitzen. Bei der anderen Seite genauso. Immer von hinten schneiden. Niemals von vorne, weil das sieht dann ganz doof aus. Und einfach aufsetzen. Zack. Und zack. Fertig. Hier in der Mitte könnt ihr noch ein bisschen drücken, damit sie enger sind. Schaut es euch mal an. Also... Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Einfaches gesehen. Und ich glaube, damals, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, im Beauty-Bereich, und ich hätte das den Kunden gezeigt, oh mein Gott, ich glaube, das wäre mein Bestseller gewesen. Weil ich weiß, wie viele Probleme viele Menschen mit dem Wimpernkleben haben. Und das ist einfach, man klebt nicht, sondern man setzt es eigentlich nur auf. So, fertig. Es ist einfach fertig. So krass. Also es funktioniert so gut, es funktioniert so einfach. Und das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber mache ich mir vielleicht so Dezenthaare drauf, wie hier Baddy. Und dann muss ich mich gar nicht neu schminken oder alles abziehen. Dann ist vom Kleber mein ganzer Eyeliner ruiniert, alles. Sondern ich kann die einfach nur abnehmen und mir andere draufsetzen. Das ist ja so wie Schuhe wechseln einfach. Und es ist so krass. Also ich bin so fasziniert und darum, ich wollte es euch unbedingt vorstellen. Also ich hoffe, dass bald noch mehr verschiedene Lash-Styles kommen. Also ich wünsche mir gerade zu Cat-Eye oder Candy nochmal komplett voll. Also ich hoffe, da kommen bald noch viel mehr Lash-Styles. Es gibt Sets, verschiedene Sets zu kaufen. Schaut gerne vorbei. Ich habe es euch unten verlinkt. Ich habe euch auch einen Code. Damit spart ihr auch noch was. Ich habe es euch mal eingeblendet. Und den könnt ihr auf jeden Fall nutzen, um es zu testen. Ich finde, es ist auch ein ganz tolles, eine ganz tolle Geschenkidee. Wenn ihr wisst, jemand wollte schon immer mal volle Wimpern haben, aber hat sich jetzt nicht getraut an so Kleber und sonstiges. Es ist einfach genial. Ihr schont eure eigenen Wimpern. Es ist schnell, effizient und ich kann es von Herzen nur empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen mega Tipp geben. Und ihr freut euch darüber genauso sehr wie ich über meine Entdeckung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.